Hallo, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du für Abos separate Konten zum Standard hinterlegen, also Gegensatz zum Standard hinterlegen kannst. Das kannst du allerdings erst tun, wenn du auch einen Standard hinterlegt hast. Um den abweichende Konten einzutragen, gehst du einmal zur Einstellung, dann zu Abos und wählst dann unter Abos das entsprechende Abo aus. Und gehst dann hier einmal auf Abo bearbeiten und kannst dann hier einmal die Konten für den Online-Verkauf und einmal für Box-Office hinterlegen. Solltest du hier nichts gefüllt haben, dann werden die Standardwerte aus der Buchhaltung übernommen. Solltest du dazu noch Fragen haben, kannst du dich gerne an uns wenden.